Du benötigst einen Timer bzw. ein Countdown-Element in deinen Videos. Nun, dann bist du in diesem Tutorial genau richtig. Ich werde dir zeigen, wie man mit wenigen Klicks in DaVinci Resolve so einen Timer bzw. Countdown-Element für sich erstellen kann. Du kannst das Ganze dann auch in anderen Projekten weiterverwenden oder das Ganze auch mit einem transparenten Hintergrund rendern und sogar in anderen Programmen verwenden. Solange du aber in DaVinci Resolve bleibst, ist der Timer time responsive, was so viel bedeutet, wie wenn du die Länge der Fusion Composition änderst, dann wird sich der Timer einfach automatisch anpassen, so wie du das Ganze möchtest. Also los geht's, dann müssen wir zunächst auf die Effects Library klicken, Effects und Fusion Composition, denn wir wollen noch eine erstellen. Wir markieren das Ganze, dann Steuerung D und hier passt du die Duration so an, wie du das benötigst für dein Projekt. Ich mache hier mal 60, also eine Minute soll das bei mir sein. Dann Umschalttaste 5, damit wir im Fusion-Bereich kommen. Media Output schicke ich mal hier zur Seite und wir benötigen zunächst einmal ein Textfeld. Hier das Textfeld kannst du dir zunächst einmal auch ausgeben lassen. Bei Style Text machst du rechten Mausklick rein und dann wählst du dir aus Timecode. Und schon hast du bereits deinen Timer erstellt. Du siehst, hier wird die Zeit hochgezählt. Bei Modifiers kannst du das Ganze dann auch oben anpassen. Die Stunden benötige ich zum Beispiel nicht, Minuten und Frames will ich auch nicht angezeigt haben. Und was übrig bleibt, sind die Sekunden. So, dann möchte ich aber, dass das Ganze rückwärts gezählt wird. Und dazu brauche ich eine weitere Node. Also das ist markiert, dann Steuerung Leertaste. Und ich hole mir rein einen Timespeed-Node und verbinde das Ganze jetzt mal mit dem Media Output und lasse mir den ausgeben. Und bei Timespeed, da muss ich Speed auf minus 1 setzen, damit das Ganze rückwärts gezählt wird. Und wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, dann sieht man, dass es schon das macht, was es machen soll. Wenn ich hier zum Anfang gehe, siehst du eine 59. Ich würde aber gerne dort eine 60 sehen. Somit muss ich wieder zu Text, Modifiers und bei Offset eine 1 eingeben und somit fängt der Countdown auch mit 60 an. Dann möchten wir das Ganze noch ein bisschen schicker gestalten. Und zwar möchte ich noch so einen Kreis drumherum legen, wie du das am Anfang gesehen hast. Dazu benötigen wir einen Rectangle. Eine Background Node. Wir verbinden das Ganze mal, dann wieder Steuerung Leertaste und Coordinate Space Node hole ich mir noch rein. Und später brauchen wir auch noch eine Transform Node, also XF, und fügen diese auch ein. Ich verbinde das Ganze auch gleich mal, also dazu trenne ich das Ganze auf und hole mir noch eine Merge Node dazu. Ich mache mein Media Output nach unten. Das daneben. So, verbindet das Ganze mal hier, damit das noch reinpasst und ordentlich aussieht. So, bei Coordinate Space, damit das nicht so komisch aussieht, machen wir als erstes Polar to Rectangular. Dann bei Rectangle können wir die Breite anpassen, so dass das Ganze eine geschlossene Ellipse wird. Bei Height können wir die Dicke etwas dünner machen lassen. Und bei Background, wenn du hier auf dieses Image-Symbol gehst, kannst du Auto Resolution rausmachen und das Ganze zum Kreis werden lassen, indem du zum Beispiel die Höhe zur Breite kopierst oder umgedreht, je nachdem, wie groß oder klein der Kreis sein soll. Hauptsache, die beiden Größen sind gleich groß. Jetzt möchten wir noch, dass dieser Kreis sich öffnet entsprechend der Zeit, die runterläuft. Dazu müssen wir noch eine Expression bei Rectangle hinzufügen. Also du hast hier Center X und Y, machst hier einen rechten Mausklick drauf, dann Modify Width und suchst dir raus XY Path. Du hast hier einen zusätzlichen Modifier bekommen und bei X musst du eine Expression hinzufügen. Du siehst das, wenn du das hier bewegst, dann öffnet sich das Ganze auch. Mit Doppelklick kommt das zurück, dann machst du hier rechten Mausklick also drauf und sagen wir hier eine Expression. Die Expression kopierst du dir einfach aus der Beschreibung raus, die habe ich dir unten hinzugefügt. Ich kopiere sie mir jetzt auch gleich einfach nur aus meinen Unterlagen raus. So, und schon haben wir das Ganze.
Und wenn wir jetzt das Ganze verändern, dann öffnet sich der Kreis entsprechend. Und damit er sich von oben öffnet und nicht so von der Seite, gehen wir hier zu Transform und sagen hier Angle minus 90. So, jetzt wären wir mit den Basics sozusagen fertig. Ich mache mal hier das Grüne weg, allerdings sieht das natürlich noch nicht so richtig schick aus. Entsprechend möchten wir das Ganze dann auch ein bisschen stylischer anpassen. So, zunächst einmal den Text. Also dazu werde ich die Textart einmal eine schönere auswählen, dann die Größe anpassen. Und auch die Farbe ändern. Um die Farben immer ordentlich anzupassen, suche ich mir Farbpaletten raus, also Color Palette Generator aus dem Internet, weil da haben bereits Profis die Farbpaletten erstellt, Explore Trending Palettes, und man kann sich da bedienen, ohne sich selber was ausdenken zu müssen. Und von Profis, ich werde mal die hier nehmen, ist das meistens ein bisschen besser gemacht, als wie wenn man das dann selbst irgendwie versucht zu erstellen. Also Gradient, und dann passen wir die Farben entsprechend an, wie wir das gerne haben möchten. So, und dann möchten wir noch die Background Color auch anpassen. Dazu wähle ich auch ein Gradient aus. So, beim Text können wir auch noch eine Umrandung hinzufügen, allerdings nicht rot, sondern besser dieses Lila, und das Ganze möchte ich auch etwas weicher machen. So, und etwas dünner. Und bei den Kreisen hätte ich gern auch eine Umrandung, allerdings kann man das nicht ganz so einfach machen. Deswegen markiere ich mir diese ganzen Elemente, mache STRG C, STRG V und kopiere sie mir einmal unten rein. Und ich benötige eine zusätzliche Merge Node. Das hier trenne ich einmal auf. Ziehe mir die zusätzliche Merge Node hier rein. Also das kommt in den Hintergrund, das kommt in den Vordergrund und das wird dann hier reingezogen. So, bei Rectangle muss ich hier die Höhe etwas größer. So, und dann die Farbe anpassen. Solid Color und Big Screen Color. Wieder dieses Lila wählen. Ich möchte das ein bisschen dünner haben. Wenn man Umschalttaste klickt und dann das Ganze bewegt, dann bewegt man das Ganze viel feiner und kann viel besser das Ganze anwählen. So, dann haben wir das Ganze hier so angepasst. Und wir können noch das ein bisschen ausblenden, indem wir den Alpha-Kanal niedriger stellen. Und wenn wir hier das Ganze einmal abspielen, dann sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. So, dann wechseln wir in den Edit-Bereich. So, ich setze das mal auf die zweite Stufe, Media Pool. Und wenn wir jetzt hier ein Video drunter legen, dann siehst du auch, dass der transparent ist. Und ja, wir können das Ganze hier einfach abspielen lassen und haben hier unseren Timer erstellt. Was das mit Time Responsive also auf sich hat, wenn du also jetzt die Animation hier zum Beispiel hochstellst, dann ist er jetzt ja länger als eine Minute, nämlich 1 Minute und 10 Sekunden, und somit fängt er bei 70 an. Wenn wir jetzt den ganzen abspielen lassen, dann läuft die Zeit entsprechend genauso runter. Das stockt noch ein bisschen, weil er nicht gerendert hat fertig. Das siehst du daran, dass hier noch rot ist. Sobald der Balken komplett blau ist, ist er fertig gerendert und dann würde die Ausgabe auch nicht mehr stoppen. Und dann können wir auch sagen, hier STRG Z. Wenn du das Ganze hier nach vorne schiebst beispielsweise und hier die Animation verlängerst, das kannst du auch machen, dann wird er hier hinten in den Minusbereich gehen
falls das für dich irgendwie notwendig sein sollte, kannst du das dir, wie gesagt, anpassen, wie du möchtest. Ich hoffe, dieses Tutorial war für dich sinnvoll. Im nächsten Tutorial werde ich dir dann zeigen, wie du diesen Timer dir einmal einblenden kannst, weil natürlich kann man ihn so einfach so hart einblenden, aber meistens sieht es ein bisschen ästhetischer aus, wenn er irgendwoher aufploppt und erst einmal so wie einmal erscheint und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das kommt also im nächsten Tutorial. Mein Name ist Sophia und falls du weitere Tutorials zu DaVinci Resolve allgemein sehen willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Gib diesem Video einen Daumen nach oben und falls du den Timer rendern möchtest, dann greife zurück auf ein Video, was ich bereits gemacht habe. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.